das Beste so. Es macht einfach mehr Einfach mehr. Spaß, ne? Auf jeden Fall. Du musst halt echt noch alles tun dafür, damit man überhaupt Level 60 wird, ne? Und ja, ist einfach viel geileres Feeling so. Stimmt. Kann ich nur unterstützen. Auf jeden Fall. So, jetzt muss ich nur noch mal gucken, dass ich hier nicht permanent irgendwie ein Echo reinkriege. Achso. Cool, ich habe hier alles angeklickt. Echo abschwächen, Echo dämpfen. Ich glaube, das ist wegen mir. Meinst du? Ja, ich glaube, wenn du redest, während ich rede, dann kommt so ein Echo. Ich glaube, das war bei mir leider so beim Teamspeak. Ja, vielleicht koppelt sich ja auch was zurück mit dem Podcast-Mikro und so. Keine Ahnung. Das Problem ist halt immer bei mir, die Einstellungen, Optionen, und dann gehe ich halt immer im Teamspeak auf Sprachaktivierung, habe ich ja immer drin. Ja. Und wenn ich das Problem ist, wenn ich zu leise rede, zu leise rede, dann wird das gar nicht aktiviert. Wenn ich zu laut rede, bleibt das noch länger da und dadurch entsteht irgendwie so ein Echo, komischerweise. Und wenn ich das anders einstelle, dann entweder hört man mich gar nicht, oder man hört mich mit dem Echo. Ah ja, und wahrscheinlich hast du dann sonst bei Dauersenden auch Grundrauschen. Na, nee, das eigentlich gar nicht. Also ich habe hier auch Sprachaktivierung. Ich mache das auch, ich nehme hier mit OBS auf, falls du das kennst. Da habe ich also auch so eine Rauschbarriere und auch so eine Spracherkennung dabei. Und Nee, da kenne ich gar nicht. kann es schon mal sein, also wenn man wirklich zu leise dann spricht oder wenn man gerade den Kopf in eine andere Richtung dreht, dass so die ersten paar Silben weg sind bei der Ach Aufnahme. so, ja, das kann natürlich vorkommen, ja. Naja, ich will mal ausprobieren, wie das wird. Ja, auf jeden Fall. So, jetzt könnten Ist wir das der Main gespielt. hier oder? Das ist zumindest mein. Ciao. Sei vorsichtig. Ja, das ist mein Let's Play-Char, ne? Also, ich Ah. mache ja hier ein Let's Play da damit und ich habe noch ein paar andere Chars hier. Ach so, okay. Aber da ich den hier im Moment am meisten spiele, ist das eigentlich schon zurzeit mein Main. Ja, Könnte man so okay. sagen. Alles klar. Ja, das So. ist auch mein Main. Ich habe eigentlich auch mit Magier angefangen, aber ich dachte mir so, das ist halt so ein bisschen noch einfacher zu leveln. Aber ich dachte mir so, na gut, spiele ich jetzt mal einen Tank. Tank wird immer gesucht. Und ja. Ich hätte auch am liebsten eigentlich eine Schurkin gemacht. Nur das Problem ist, oder was ich halt überlegt habe, wenn man hier so quasi als Kamerafrau dann hier durch die Gegend läuft, dass man von hinten natürlich die bessere Aufnahme macht. Gerade so, wenn du so in Instanzen gehst oder so, damit du dann auch alle Leute draufkriegst und das Ja, ganze Getümmel. das ist richtig, das stimmt natürlich. Ja, wenn du da als Schurke da irgendwie bei den Mobs mit drin hängst und so, keine Ahnung, ja, stimmt schon. Richtig. Also wir hatten schon einige ganz schöne Drehs, also in der Burg Schattenfang und in der Todesmine und gestern auch im Verlies noch, war ganz lustig. Ach so, naja, ist doch super. Heute halt das erste Mal mit TS. Jo. Ja, und die anderen wollen nicht reinkommen, oder wie ist das? Keine Ahnung, wir können ja nochmal fragen, ne, aber dann bleibt's halt bei uns. Ja, die meisten sind da so ein bisschen scheu, wenn man dann die Kamera anhat. Zu Unrecht eigentlich, weil man das auch während des Spiels wieder völlig vergisst. Richtig, stimmt eigentlich. Also nebenbei ein bisschen plaudern ist ja eigentlich auch mal ganz entspannt so, ne? Ja, So einfach. das macht auch was, macht natürlich das ganze Gameplay natürlich viel schöner, ne? Auf jeden Fall. Ah ja. Okay. War ich schneller als du. Gruppe 3 findet er, ne? Ja, bestimmt. Ja, direkt, wenn man TS kommt. Ach, also zu Offi-Zeiten, ich habe ja auch gespielt ab Ach so. 2006 und da hatte ich also auch als erstes wirklich eine Schurkin und dann habe ich hier dieses ganze Elfengebiet auch abgegrast mit den ganzen Quests und ich weiß noch, Ja. wie viel man da laufen musste. Oh. Auf jeden Fall. Es ist jetzt so, laufen ist nicht das Witzigste, aber man sieht unterwegs was von der WoW-Welt, sage ich mal. Wenn man heute auf Offi spielt, wird man halt durch. Man macht fünf Quests in einem Gebiet, dann hat man das Gebiet fertig und man ist schon fünf Level höher oder so gefühlt. Und man sieht einfach nichts mehr von den ganzen Questgebieten. Und das finde ich, das macht WoW auch teilweise einfach richtig aus, ne? Ja, Oh, also ich. das ist eine Story eigentlich hier, ne? Ja, Also. ist es ja, genau, ist es ja auch. Und auf Offi wird halt nicht mehr erzählt. Und bei Classic kriegst du halt noch komplett mit alles, ne? Ich weiß auch noch, wie ich früher einfach die ganzen Quests durchgelesen musste.
Ja, das mache ich jetzt teilweise ganz bewusst hier bei dem Let's Play, weil dass man das also textuell da auch mal vorliest und so. Und man kann überrascht sein, wie viele Dinge man früher so überklickt hat, also wo man gar nicht mehr so genau wusste, ach Mensch, das war ja der Zusammenhang und so weiter. Ja, genau, zum Beispiel sowas, ne? Das vermisst man auch einfach auf oft. Deswegen, ganz ehrlich, dann scheiße ich auch auf den aktuellen Content, dann spiele ich lieber jetzt irgendwie Classic und ist einfach viel geiler. Also alles halt einfach, ne? Man muss Prequest machen, man muss irgendwie eine Vorquest machen, damit man irgendwie eine Quest für Release bekommt. Jetzt gehen direkt alle Questgeber im Verlies drin und so, also gar nichts für mich eigentlich. Jo. Also aufgefallen ist mir das zum Beispiel, als ich diese Anfangsquest da im Wald von Elwin mit dem Morgen der Sammler hatte. Ja, genau. Dieser Goldabholplan, irgendwas droppt ja, da. Genau, richtig. Und, da sind drei Mobs in dem Haus. Genau, die meine ich. Und wenn du die dann gekillt hast, dann hat der ja einen Ring dabei mit einer Gravur EVC. Das ist mir früher also völlig untergegangen, ne? Ja. Dass der da schon auf den Van Cleef da hindeutet. Yep. Ja, coole Story. Auf jeden Fall, ganz ehrlich. So unbewusste Sachen einfach eingebaut. Ich finde das total chillig auf jeden Fall. Und ich vermisse das halt auch so auf Offi, aber egal, Mann, dann ist es halt so. Dann halt Privatserver lieber. Ja, total nette Leute halt auch hier, ne? Also richtig, genau. Absolut super Team hier. Also es gibt hier eigentlich auch wirklich nur wenige, die jetzt so, ich sag mal, sich so kiddie-mäßig verhalten, ne? Also ja, richtig, genau. Ist auch gut so. Halt mich nochmal ganz kurz. Jo. Jetzt war ich schneller. Ja, verdammt, Edge. Ich war gerade auf der Stoff. So muss das sein. User joined your channel. Hallo ihr beiden. Hi. Hallo. Na, wie sieht's aus? Jo, passt alles soweit. Schauen wir mal. Prima. Ja, wir haben uns gerade schon mal so ein bisschen kurz bekannt gemacht. Wie sieht das bei dir aus? Ich frage hier nämlich alle, warum sie unbedingt Classic spielen, also aus vom Interesse her, ne? Weil das ja eigentlich gar nicht so üblich ist. Magst du dazu was sagen? Klar, also warum bin ich auf den Server gekommen? Ich bin jetzt erst seit, ich glaube, Montag hier. Weiß nicht, ich habe Montag angefangen mit einem Kumpel hier. Mhm. Ich habe jahrelang gar kein WoW gespielt, beziehungsweise ich habe damals WoW gespielt bis, muss ich lügen, 2009, 2010, irgendwas um den Dreh. Ja. Und mir hat einfach der Patchstand von Blizzard halt nicht mehr gefallen. Die Unterschiede zwischen Rassen und Klassen sind weggekommen. Dann die Einführung des blöden Scheiß-Tools da hinten. Hier ist es nochmal den Dungeon-Browser halt, fand ich ja, total beschissen. So weil danach ist die ganze Community irgendwie zusammengebrochen. Es ging nicht mehr, wenn man in die Gruppe reingekommen ist, hallo, wie geht's? Sondern einfach nur, seid ihr scheiße und sonst irgendwas. Was hat mir noch nicht gefallen? Alles. Ja, dass mich gezählt wurde, dass aber nur noch gebombt werden musste. Jeder konnte alles. Und deswegen habe ich damals aufgehört halt. Ja, also ich habe zu Offi-Zeiten auch eigentlich nur bis BC gespielt und das habe ich zum Teil bis in den Endcontent gespielt. Karazhan fand ich ganz gut, aber sonst so die Instanzen, die waren so kurz und knapp und irgendwie war das nicht mehr so spannend. Also. Ja, das ist richtig. So. Das ist so immer ganz angenehm, das hier zu sehen, Classic halt. Auf jeden Fall, mal wieder endlich so, ne? Müsste ich gleich mal in der Nähe hier sein. Ich glaube, ich habe die erste Abzweigung gerade schon verpasst. Das passiert immer so. Ich brauche noch so ungefähr 5 Minuten. Ich will mir unbedingt noch den Flugpunkt im Steinkrankgebirge holen, damit ich da meine Kriegerquest fertig machen kann, ja, diese für den blauen Brustharnisch da. Ah ja. Na gut, dann stehe ich eben erstmal noch eine Weile allein darum. Ja, das wäre total super. Weil ich habe keinen Bock nochmal irgendwie, weil ich muss auch den Flugpunkt haben, weil sonst kann ich auch gar nicht zurückfliegen. So, jetzt biege ich einfach mal hier ab. Mal gucken, ob man denn da hier schon weiterkommt. Nee, du musst noch ein bisschen weiter geradeaus gehen. Echt? Ah, ja. Käse. Aber du kannst ja auch den Flugpunkt da holen, noch einen Astrainer. Einfach den Weg folgen. Stimmt, das ist ein guter Hinweis. Hätte ich jetzt wieder vergessen. Nee, muss man halt. Eigentlich schon wichtig, dass man alle Flugpunkte eigentlich mitnimmt. Mhm. Irgendwann muss man da eh nochmal hin und denkt man so, ach, hätte ich mal den Flugpunkt mitgenommen.
Zum Beispiel das Expertenkochbuch, da gibt es ja auch in Eschental. Um halt über 150 zu kommen. Ah ja, richtig. Und ja. Ist die ja ganzen auch Bücher, ja, ja. Genau, ja. Ja, gib mal Gas, Triven. Hackengas. User joined your channel. Hallo. 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 So, da haben wir den nächsten Kandidaten, der jetzt ausgefragt wird. Warum spielst du so gerne Classic hier auf dem Server? Gibt es da irgendwie eine Besonderheit? Magst du was sagen dazu? Hat sie jetzt die Sprache verschlagen, oder? Okay, da kommt also nichts. Ja, dann dürfte ich auch gleich hier mal den Flugpunkt haben. Ich glaube, das Kochbuch, das nehme ich mir gleich mal mit. Das ist ein guter Tipp. Hast du Koordinaten hier auf dem Server oder hast du gar keine Add-ons? Nee, ich habe ganz bewusst alle Add-ons rausgenommen. Ich habe auch nur eins an und zwar einfach den Kartografer halt. Mhm. Damit ich halt sehen kann, welche Flugpunkte und Koordinaten halt. Mhm. Das ist das Wichtigste so. Ja, ich kann mich noch entsinnen, wo der Flugpunkt ist. Der ist ja ganz vorne am Anfang da von der CD. Das Kochbuch ist aber ein bisschen weiter im Eschental, Mitte, glaube ich. Ach, das ist nicht in der City? Nee, das ist nicht in der Stadt, das ist extra. Könnt ihr dir den See sagen, wenn du dich noch halbwegs auskennst, müsstest du das eigentlich wissen. Elia, wir hören dich nicht, nein? Wir hören dich nicht, richtig. Also gerade, als du begrüßt hast, haben wir dich gehört. Versuch nochmal. Kennst du den Mistralsee in Eschental? Den kenne ich, ja, aber gut, das mache ich dann jetzt nicht, das mache ich dann andermal. Ja, gut, okay. So viel Zeit muss sein. Wir wollen ja sehen, dass wir in die Ini kommen. Richtig, ja. Ich habe auch die Quest zum Teil, ne? Drei Stück. Ja. Und, ja. Oha, da muss ich erst noch Platz machen. Ja, bitte, weil letztens hat es auch schon so im Verlies. Erstmal hat Quest geteilt und dann hat einer sich beschwert, ja, warum man die Quest nicht teilen? Ich so, ja, habe ich schon dreimal. Und so, oh ja, mein Questlog ist voll. Hier, erstmal alles rausschmeißen. Jo, Verlies waren wir ja auch gestern. Da war ich auch ganz überrascht, wenn man da die Quests dann abgibt. Der, wie heißt der, Tellwater, der da in dem Verlies drinsteht. Ich hatte das auch völlig vergessen, wie unfreundlich der ist. Der ist ja richtig, eine richtig fiese Möb eigentlich, ne? Wenn man das so mitbekommt, was der für einen Ton am Leib hat. Oha, da haben wir ganz schön Späßgänge gehabt. Jo. Den hätten wir am liebsten auch eingesperrt. Ah, ich sehe den Flugpunkt. Ja, super. Genial. Oh, scheiß Zerfler, den brauche ich noch. Ich bin ganz Ohr. Ja. Prima. So, dann flitze ich mal zurück zum Flugpunkt. Zum Stein. Ja, ich bräuchte noch so 2-3 Minuten, dann bin ich ungefähr beim Flugpunkt und dann mache ich mich auf den Weg. Ah, ist in Ordnung. Das ist halt so ätzend, diese Quest, man wird überall hingeschickt. Unglaublich. Okay, ja, es ist halt Classic, ne, so. Hm. Aber das ist ja echt so ein bisschen nervig schon. Was ist denn das für eine Kriegerquest? Ich überlege gerade, ich kann mich gar nicht... Das ist die Quest, es gibt ja eine Quest im Rotkammgebirge, die beim erstmal beim Kriegerlehrer kriegst. Da gibt es so eine Zeitquest, da bekommst du halt ein Schild für. Danach musst du nach Sturmwind zum Zwergendistrikt und der gibt dir dann einen Auftrag, halt verschiedene Sachen zu sammeln. Zum Beispiel im Sumpfland musst du Spinnfangzähne sammeln. Ach ja, genau, da erinnere ich mich. Im Steinkallengebirge musst du halt diese komischen Horn von den Chimären sammeln. Und in Kral musst du halt so eine Fiole mit irgendeinem Zeug sammeln und dann bekommst du eine blaue Brustplatte, die auch Wut herstellt dann. Das ist ganz hilfreich. Ah, cool. Ja, und ich mach sowieso generell alle Quests, die ich hier habe. Also von daher habe ich das mitgemacht. User joined your channel. Hallo?
Hallo. Hi. Hi. So, hervorragend, jetzt klappt's.